Randen gehören zu den Knollengemüse. Sie sind ein typisches Lagergemüse, darum gibt es das ganze Jahr durch. In den Randen hat es viele wertvolle Vitamine und Nährstoffe, zum Beispiel Vitamin B, Folsäure und Eisen. Es gibt viel einfache Rezepte mit Schweizer Randen. Die Marina Moser zeigt 3 Beispiele. Ich habe jetzt gerade Randen bei meinen Eltern im Hofladen geholt. Da gibt es einerseits roh und da achte ich darauf, wenn ich kaufe, dass er hart ist und nicht weich und schrumpelig, weil sonst verliert die Vitamine. Es gibt ihn aber auch als Ganzes abgepackt und bereits gekocht. Oder der Randensalat, der schon fix fertig abgepackt ist. Letztes Jahr sind in der Schweiz 5'500 Tonnen Randen geerntet worden. Pro Kopf essen die Schweizer etwas mehr als 1 Kilo im Jahr. Wer schnell Nierenstein bekommt, sollte nicht zu viele Randen essen, weil sie so viel Oxalsäure drin hat. Und nicht nur das. Randen hat einen extremen Farbstoff drin. Ein guter Tipp, um das sauber zu bringen, ist Zitronensaft und dann die Hände waschen. Randen färben aber nicht nur die Hände, sie werden auch sonst zum Färben eingesetzt, zum Beispiel bei Joghurt. Weil rohe Randen 45 bis 60 Minuten gekocht werden müssen, bevorzuge ich die bereits gekochten Randen. Geht zum Beispiel für ein Carpaccio. Für das einfach feine Scheiben schneiden und ein bisschen Salz und Pfeffer drüber streuen. Jetzt gerade auf die Winterzeit mache ich auch sehr gerne eine Randensuppe. Für das habe ich die Randen in Würfel geschnitten und kurz mit Bouillon aufgekocht. Die mixe ich dann mixen und mit Rahm- oder mehrrädlichem Schaum verfeinern. Wer lieber ein sommerliches Rezept möchte, macht Randensalat. Ein säuerlicher Apfel sorgt für Frische und er hilft dank dem Vitamin C, dass man das Eisen aus den Randen besser aufnehmen kann. Als Garnitur passen Randen oder andere Gemüsechips. Aus Schweizer Randen gibt es also schnelle und gesunde Gerichte. Weitere Rezepte gibt es auf gemüse.ch. Einen guten!